Ich begrüße euch zu meinem neuen Themenvideo aus der Reihe Denk mal drüber nach. Mein Name ist Jörg Schock und heute geht es um das Thema Normalität. Allerdings nicht nur heute. Das Thema Normalität ist derart umfangreich, dass ich mich auch in den nächsten Wochen mit dem Thema Normalität beschäftigen werde. Es wird insgesamt 5 Videos mit dem Thema geben. Heute seht ihr das erste Video, um zu definieren, was normal und was unnormal ist oder sein sollte. Vieles, was bereits als normal angesehen wird, sollte, tiefer mit einem gesunden Menschenverstand darüber nachgedacht, nicht normal sein. Inspiriert, dass ich mich mit dem Thema beschäftige, wurde ich durch die AfD-Bundestagskampagne Deutschland aber normal. Dafür kommt jetzt erstmal das AfD-Kampagnenvideo. Normal. Was ist das eigentlich heute? Früher hieß es ja immer, normal wäre irgendwie langweilig, stinknormal und spießig. Aber heute? Ist nicht heute normal auf einmal das, was uns fehlt? Das, was wir eigentlich wollen. Denn die Welt um uns herum, die ist irgendwie so verrückt geworden. Und wir merken auf einmal, dass normal doch eigentlich etwas ganz Besonderes ist. Denn normal ist, seinen Nächsten ganz nah zu sein. Normal ist, aufzustehen und seinen Job zu machen. Normal ist eine Heimat, sind sichere Grenzen, sind saubere Straßen. Oder freie Fahrt für freie Bürger. Und ja, normal ist auch Deutschland. Normal ist einfach schön. Normal ist das, was wir alle wieder brauchen. Eine normale Zukunft. Klingt gut, oder? Deutschland. Aber normal. Fangen wir mal an, die Inhalte des Videos aufzugreifen. Ist das, was weitläufig als normal aufgeführt wird, wirklich langweilig oder spießig? Oder ist normal das, was uns heute fehlt? Ich stimme der Aussage zu, normal ist einfach schön. Ich halte es für normal, ohne Maske herumzulaufen. Unnormal hingegen ist es, dass man im offenen Sichtbild nur noch maskierte Menschen sieht oder seine eigene Fähigkeit zu atmen einschränkt, indem man sich selber eine Maske aufsetzt. Die Pflicht zum Tragen einer Gesichtsmaske, welcher Art auch immer, ist eine Entwürdigung eines jeden Einzelnen. Zumindest macht das breite Tragen von Masken den Kriminellen viel leichter, sich unbemerkt unter ihren Opfern zu betätigen. Normal ist es in einer freien Gesellschaft, dass man sich überall, wo man es will, uneingeschränkt aufhalten kann. Normal ist es, dass man Geschäfte, Restaurants, Kinos, Museen, Kirchen und vieles mehr nach Lust und Laune besuchen und nutzen kann. Unnormal hingegen ist jede Form von Beschränkungen, Ausgangssperren, Zugangsverboten, Öffnungs- und Arbeitsverboten und jede Form, die man heute so leichterhand einfach Lockdown nennt. Ein Video zum Thema Versammlungsfreiheit findest du oben unter dem i. Normal ist es, dass man jeden aus seiner Familie und seinem Freundeskreis besuchen, sehen und mit jemandem persönlich treffen kann. Normal ist es, seine Lieben in den Arm zu nehmen, in schweren Zeiten füreinander da zu sein, Kranken beizustehen und auch pflegebedürftige Angehörige jederzeit besuchen und unterstützen zu dürfen. Unnormal ist jede Art von Kontaktbeschränkungen und Einschränkungen, wen man unter welchen Voraussetzungen, wann und wie oft sehen darf. Ein Video zum Thema Familie findest du oben unter dem i. Normal ist, dass man sich zu Hause auch normal fühlt, indem man frei von allen Vorgaben von oben ist. Normal ist, dass wir uns zu Hause auch sicher fühlen können und die Politik unsere Sicherheit auch sicherstellt. Unnormal ist es, wenn aufgrund unkontrollierter Grenzen unsere Sicherheit gefährdet wird.
Es darf niemals normal sein, wenn man sich nur mit Angst außerhalb seiner Wohnung oder seinem Haus, also auf offener Straße, aufhalten kann. Genauso wenig, wenn Gläubige aus den nicht-westlichen Breitengraden ihre Religion entgegen unserer Rechtsordnung bei uns dominieren wollen. Ein Video zum Thema Migration findest du oben unter dem i. In der Videobeschreibung findet ihr auch ein Video zum Thema Religion. Normal ist es, dass man sich mit einem selbstgewählten Verkehrsmittel im Rahmen der Verkehrsordnung fortbewegen kann. Normal ist es, wenn man sich ein Auto, ein Motorrad oder welches Gefährt auch immer zulegt, dass deren Nutzung nicht durch politische oder ideologische Vorschriften im Nachhinein beschränkt wird. Unnormal hingegen, oder sollte es sein, sind Geschwindigkeitsbeschränkungen auf Autobahnen. Sind 5 Änderungen der Geschwindigkeitsvorgaben auf einer 4 Kilometer langen Straße, um mit Blitzern Verkehrsteilnehmer abzuzocken. Unnormal ist ein Schilderwald im Straßenverkehr, bei dem keiner mehr durchblickt. Normal ist es, dass es Baustellen auf den Straßen gibt, um die Infrastruktur zu erhalten und defekte Elemente zu reparieren. Unnormal ist, wenn es kilometerlange Baustellen gibt und auf diesen wochenlang nicht gearbeitet wird und der Verkehr dadurch behindert wird. Normal ist es, dass das Potenzial der bestehenden Infrastruktur zu Lande, zu Wasser und in der Luft zu nutzen. Unnormal ist es, wenn aus Kostengründen einige Bereiche ungenutzt bleiben und dadurch der Straßenverkehr überbelastet wird. Ein Video zum Thema Verkehr findest du oben unter dem i. In der Videobeschreibung ist auch ein Video zum Thema Baustellen. Normal ist es, sich in Deutschland zu Hause zu fühlen und auch sein Land zu lieben. Normal ist es, auch in Deutschland einen Nationalstolz zu leben. Unnormal hingegen ist ein Selbsthass, eine Selbstbestrafung und eine Abneigung zur eigenen Kultur und zum eigenen Land, nur weil vor 4 Generationen, hervorgerufen durch eine fragwürdige Politik, enorme Verbrechen in unserem Land begangen wurden. Normal ist, sich und seinen Vorfahren zu vergeben und sich nicht übermäßig die Schuld für etwas zu geben, was man selber gar nicht getan hat. Siehe auch mein Video zur linken Gefahr in Deutschland. Der Link ist in der Videobeschreibung. Neben den Inhalten aus dem Kampagnenvideo gibt es noch viele andere Themen, die im Lichte der Normalität betrachtet werden sollten. Dafür geht es nächste Woche weiter mit dem Thema Normalität. Aber wie seht ihr das? Sagt mir in den Kommentaren, ob ihr meine Ansichten teilt oder ob ihr anderer Ansicht seid. Ich würde mich freuen, mit euch über dieses Thema diskutieren zu können. Wenn euch das Video gefallen hat, würde ich mich über einen Daumen hoch sehr freuen. Um kein Video mehr zu verpassen, abonniert meinen Kanal und aktiviert die Glocke. Ich würde mich freuen, euch bei meinem nächsten Video wieder begrüßen zu dürfen. Teilt das Video mit euren Freunden und Bekannten. Ihr könnt mir auch gerne auf Facebook, Telegram oder Twitter folgen. Euer Jörg. Wenn ihr das Video bis hierhin verfolgt habt, werden euch die angebotenen Videos sicher sehr gefallen. Schaut auch gerne in die Playlist, wo ihr viele weitere Videos findet, um drüber nachzudenken. Vergesst nicht, meinen Kanal zu abonnieren.